Genau heute vor 30 Jahren begann im belgischen Spa eine Ausnahmekarriere des Motorsports. Michael Schumacher feierte damals sein Formel-1-Debüt. Von all den großen Momenten, die auf diesen besonderen Tag folgten, handelt jetzt die neue Netflix-Doku Schumacher, die wir hier erstmals in Ausschnitten zeigen, bringt bei den Fans ganz große Emotionen hoch. Wir schauen mal rein. 100% Perfection. I couldn't live with anything lower. Er hat als Kind schon gewusst, was er wollte. Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan und habe damit Rennen gewonnen. Ich habe einfach gespürt, dass der was Besonderes ist. Das ist halt, ja, das ist mein Papa und ich bin froh, dass es mein Papa ist. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, dass ich mir sage, ja, so will ich aufhören. Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach. Extrem stark zeigt er mir auch heute, jeden Tag eigentlich, wie stark er ist. He wanted to do something that, you know, hadn't been done by Prost, hadn't been done by Senna, hadn't been done by any of the drivers in recent history. Es war keiner dabei wie er. I got such a strong impression of how hard Michael was willing to work. And that transformed the team. And what Schumacher achieved was absolutely incredible. You're looking good. It's looking good. It's looking fantastic, Michael. Well done. Ja, wahnsinnig emotionale Bilder aus dem Trailer zur neuen Netflix-Doku Schumacher. Totale Gänsehaut. Auch hier, glaube ich, bei jedem im Studio. Ab dem 15. September kann man sie sehen und wir wollen darüber sprechen mit unserem Bild-Sportchef Matthias Brüggelmann. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Matthias. Guten Morgen. Was machen diese Bilder mit dir? Also mich bewegt es total. Ich muss sagen, nicht nur die Bilder, sondern auch seine Stimme jetzt wieder zu hören, nach den vielen Jahren. Er ist ja seit 7 Jahren seit dem Unfall wirklich von der Oberfläche verschwunden. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, die jetzt diese Bilder sehen, die Stimmen hören. Denn Michael Schumacher hat uns alle ja 20 Jahre im Prinzip begleitet in unserem Leben. Ja, wir haben gefühlt mit ihm geheiratet, wir haben uns mit ihm gefreut, als seine Kinder Mick und Gina Maria geboren worden sind. Wir haben mit ihm gelitten, als es bei Ferrari überhaupt nicht lief und haben dann mit ihm gefeiert, als die großen WM-Titel dann doch noch geglückt sind. Und das jetzt in so einem Zusammenschnitt wieder zu sehen, muss ich sagen, geht mir total nah. Ihr kennt euch auch persönlich? Wir haben uns ab und zu getroffen. Ich habe ihn ab und zu mal interviewt. Aber so besonders in Erinnerung habe ich einen Abend 2009 am Nürburgring, als dort das Formel-1-Rennen stattgefunden hatte. Er war zu dem Zeitpunkt kein Fahrer. Und wir haben beide die Leidenschaft für Karnevalslieder und Bacardi Cola. Und das war dann so ein Abend, der so seinen Lauf genommen hat. Und wir haben Viva Colonia zusammengesungen, dazu Bacardi Cola getrunken. Und so ist Michael Schumacher. Ja? Das ist wirklich der bodenständigste und angenehmste Superstar, den ich in den 25 Jahren bei Bild kennengelernt habe. Und daran muss ich immer wieder denken, wenn ich an Michael denke. Eine ganz besondere Aussage fand ich gerade in dem Trailer, die von Corinna. Wir haben es gehört, sie sagt, sie bewundert die Stärke von Michael jeden Tag. Wie interpretierst du das? Ich meine, man weiß eigentlich gar nichts groß über seinen Gesundheitszustand nach diesem Unfall. Alle wollten natürlich wissen, wie geht es ihm, aber es ist nie wirklich was durchgesickert. Und jetzt diese Aussage von Corinna. Ja, ich finde, ein ganz starker Satz und auch ein Satz, der Hoffnung macht. Ja, wir wissen, dass die Fortschritte sich sehr in Grenzen halten, seit er vor 7 Jahren diesen schrecklichen Skiunfall gehabt hat. Und ich finde, Corinna sendet damit eine sehr positive Botschaft. Ja, sie haben eine Art der Kommunikation. Er erreicht sie, sie erreicht ihn. Und ich finde, dass das ein sehr starker, hoffnungsvoller Satz ist, wie ich ohnehin für Corinna den allergrößten Respekt habe. Für sie hat sich ja das Leben von einem Tag auf den anderen an diesem 29.12.2013 total geändert. Und wie sie mit den Kindern umgeht, wie sie diese Rolle, diese neue eingenommen hat. Also eine Frau, die ich wirklich sehr bewundere. Apropos Kinder, der Sohn Mick ist jetzt auch in die Formel 1 eingestiegen, die erste Saison. Wie beurteilst du seine Chancen?
Ja, also erstmal war das natürlich eine ganz tolle Nachricht, wieder einen Schumacher in der Formel 1 zu haben. Was für ein Märchen. Mick, der Sohn von Michael, fährt wieder. Er macht das wirklich gut. Er ist bei Team Haas. Das ist eines der schlechtesten Autos. Insofern war klar, dass er sich am hinteren Ende des Feldes bewegt. Er ist nicht dieses Jahrhunderttalent, wie es sein Vater war, aber er ist so ein harter Arbeiter wie sein Vater. Und das zeigt er auch jetzt in der Formel 1 im Umgang mit dem Auto. Und ich bin mir sicher, dass es da noch deutlich aufwärts geht. Ob es mit dem Weltmeistertitel auch klappt, das wage ich zu bezweifeln. Ich finde diesen Zusammenhalt dieser Familie so erstaunlich und bewundernswert. Corinna ist ja auch da für ihren Sohn, für ihre Tochter. Sie zeigt sich ja jetzt auch immer wieder mal auch an der Rennstrecke, glaube ich. Wie erlebst du die zusammen? Ja, sie geht da wirklich mit einer bewundernswerten Gelassenheit um, dass sie jetzt eben auch wieder zur Strecke kommt, wie du sagst. Ja, dass sie auch, ich sag mal, die Angst aushält, dass jetzt ihr Sohn in der Formel 1 unterwegs ist. Das sind mittlerweile gute Sicherheitsvorkehrungen, die wir da vorfinden. Aber am Ende fährt er da mit 320. Ja? Und trotzdem ist sie da und unterstützt ihn da und zeigt diese Stärke und ist auch für ihre Tochter da. Und als wir gerade Mick gehört haben in der Doku, wie er diesen Satz sagt, der jeden Vater wahnsinnig stolz macht: Ich möchte einfach werden wie er, ja? Mhm. Also was für ein Gänsehautsatz und wie das zeigt, wie diese Familie zusammenhält, vor allen Dingen dank Corinna. Mhm. Man hofft natürlich auch, dass Michael solche Sätze dann auch zu Hause auch wahrnehmen kann und aufnehmen kann. Aber egal wie, er wird es aufsaugen. Das, da bin ich auch, dass sein Sohn jetzt in der Formel 1 fährt, ja? Also was für ein Stolz für einen Vater, ja, zu sehen, ja. Dass der Sohn in diesen 7 Jahren seit dem Unfall, die ja auch für die Kinder ganz, ganz schwer gewesen sind und mit großen Herausforderungen verbunden sind, dass der sich da durchgebissen hat, ja, und dass er es dann geschafft hat, ja, in der Formel 1 in einem Auto zu sitzen und das zu machen, was sein Papa macht. Ich finde es fantastisch. So kann Familienzusammenhalt auch gehen, Nena. Wir hatten eben das Thema Britney Spears, da läuft es ganz anders. Da ist auch jemand sehr bekannt und dann abgestürzt. Jetzt ist es ein anderes Schicksal natürlich. Michael ist schwer verunglückt. Aber da sieht man einfach, wie wichtig das auch ist, dass man einfach eine Vertrauensperson da hat, dass der Zusammenhalt der Familie unglaublich wichtig ist und das A und O auch. Ja, ich hatte ja vorher noch erwähnt, fragt mich lieber nichts, ist nicht mein Thema. Und dann gerade bei dieser Dokumentation habe ich Gänsehaut bekommen. Ja, das hat mich so gepackt überall, dass ich dachte, okay, wow, die muss ich hundertprozentig auch schauen. Und ich fand vor allem in diesem Hochzeitskleid, wo die beiden getanzt haben, diese Lebensliebe von den beiden, die finde ich so berührend, weil die gibt es heutzutage so selten. Von der Jugend an, ja, alle Hürden, alle Erfolge, alle Gewinne. Und ich muss sagen, ich werde die Doku gucken und es hat mich sehr berührt, das hätte ich nicht erwartet. Also vor allem, das waren jetzt nur 1 Minute 40 Sekunden, ja, wenn die ganzen 1,5 Stunden so sind, oh Gott, ja. Also es, bei mir, auch wenn wir jetzt drüber sprechen, bei mir kommt jedes Mal wieder dieser Schauer, der mir den Rücken runterläuft und diese Wehmut, Michael gerne nochmal so zu sehen, wie wir ihn alle in Erinnerung haben. Wird man ihn denn jemals nochmal wiedersehen? Das ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Wir können es nur hoffen, wir können es nur hoffen. Aber natürlich hat es seinen Grund, dass wir ihn jetzt in den 7 Jahren seit dem Unfall nie zu Gesicht bekommen haben. Jetzt freuen wir uns auf jeden Fall erstmal auf diese wahnsinnig tolle und emotionale Doku. 15. September. Ich gucke auf jeden Fall. Dankeschön, Matthias, für deinen Besuch heute hier. Sehr gerne. Bei Netflix, das sagen wir gerne noch dazu.